Gut. Ich freue mich jetzt schon wieder, Kamex zu sehen. Du wieder. Wie sollte es auch anders sein? Aber ich werde mein Mütchen an dir kühlen. Mein Mütchen? Oder meint er Mütchen? Von Mutter. Aber Mütchen mit einem T? Weiß nicht. Okay, mal sehen, was Monty diesmal vorhat. Okay. Der hebt hier ganz geschwind die Eisplatten an. Wo auch immer da der Sinn liegt. Ach so, man muss immer nur draufhauen. Drauf treten mit einem Doppelsprung und dann ist Monty so ziemlich dabei. Oh, verdammt, jetzt wird's schwierig. Schneebällchen Montys. Gut. Na, komm schon her. Blöder Maulwurf. So, okay. Oh, beeil dich. Nein, jetzt wurden wir getroffen. Jetzt haben wir den Schaden genommen. Es wird hier also mit der Dauer auch ziemlich viel schwieriger. Wow! Okay. Nicht ohne. Du. So. Nein! Oh, das ist ja gemein. Da konnten wir gar nichts gegen tun gerade. Alter, das ist ja richtig fies. Alter, fast tot schon wieder. Und das trotz unseres Ansteckers. Das ist echt nicht zu glauben. Oh, da konnten. Boah. Jetzt mach doch mal hier. Boah. Ich meine, wir werden eh verlieren. Bin ich von überzeugt gerade. Wow. Wow. So, kannst du dich mal wieder irgendwo erscheinen? Wow. Verdammt. Das war's. Ich mag Monty nicht. Gut. Dann mal wieder auf ein neues. Und wieder ganz hier hoch wahrscheinlich, ne? Wir haben auch hier nicht volle Energie. Aber vielleicht kann ich ja jetzt ja hier ein bisschen mehr aufpassen beim nächsten Mal. Und dann sollte es dann auch funktionieren. Vielleicht mal ein bisschen mehr rumschweben, das wäre auch schon ganz hilfreich. Puh, okay. Na, du musst da hoch. Yoshi, was ist mit dir los? Ein bisschen mehr Contenance jetzt gerade hier. So. Wow. Alter, jetzt. Was ist. Boah. Ey, die ärgern mich hier gerade alle. Ich will wieder zu Monty. Ich meine, was heißt wollen? Ich muss. Ja, gerade eben bin ich ja auch nicht so durchge. Ach, ich glaube, ich bin einfach nur zu aggressiv gerade. Ich habe bisher kaum einen Bosskampf wirklich beim ersten Mal gewinnen können. Das ist schon recht schlimm. So. Wow. So, scheiß Pinguin. Ich meine, ich liebe Pinguine eigentlich, aber die da finde ich nicht so toll. So, das ist Secret hier. Genau, die Sonnenblume hatten wir letztes Mal auch gefunden. Dann geht's hier rüber und dann haben wir den Boss. Die Boss-Türe erreicht und ich bin beinahe wieder getroffen worden. Das wäre eher weniger schön gewesen. Ach, da mal wieder Monty zum zweiten. Überspringen wir das mal einfach. So. Treffer Nummer 1 wird hier fix fallen. So. Und jetzt geht's so richtig los. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. So, jetzt kommt der wieder angelaufen. Das sollte auch kein Problem sein. Und dann geht's so richtig los. Dann wird er richtig aggressiv, der Idiot. So, Moment. Was? Der schon wieder. Jetzt mach doch mal hinne. So, Treffer Nummer 2. Ich
glaube, so weit waren wir bis jetzt noch nicht. Oder doch, den zweiten Treffer hatten wir auch mal gelandet irgendwann. Zwei Treffer hatten wir auch und dann war es irgendwann vorbei. So, was macht er jetzt? Ab nach oben und dann kommt hier die Mega-Welle. Da bin ich letztes Mal zweimal drauf reingefallen. Wenn man weiß, wie es geht, wie gesagt, dann ist es kein Problem. Dann sieht es hier Pro-mäßig aus, aber beim ersten Mal, boah, schlimm. Wow. Wow. Ja, das war wieder ein Treffer. Und das heißt, alles wieder von vorne. Echt zum Mäusemerken so ein bisschen. So, okay, aber ich hoffe, dass wir das jetzt packen. Nein! Das ist doch nicht zu glauben. Ich fahr doch im Flug. Och nö. Wenn ich jetzt schon wieder drauf gehe, ne, dann. Boah, dann bin ich wütend. Ach Gott. Ich sagte ja eingangs der Aufnahme. Ich bin einfach nicht so toll, wenn's ums Thema Jump and Run geht. Ich bin einfach ungeschickt. Aber diesmal hat's auch so irgendwie gereicht. Alter. Und Yoshi freut sich. Vollkommen zu Recht. Aber er kann sich nicht über mich freuen. Nicht über seinen Steurer. Auch ein tolles neues Wort. Erschaffen, Steurer. Steuermann würde besser klingen vielleicht, aber Steurer ist auch gut. So, du hast einen neuen Trickanstecker erhalten. Auch das noch. Und wir haben Welt 3-5. Welt 5-5 zu erkunden. Wattelawine. Oder Wattelawinen. Gut. Feuermelone bis zum Abwinken. Und das könnte relativ hilfreich sein, aber riskieren wir es oder machen wir es damit? Nee. Wir lassen es mal, auch wenn es nachher wieder schlecht war. Wir riskieren es so, Freunde, da sind wir einfach ganz tollkühn. Los geht's. Wow. Ach, das ist ja auch geil, die ganzen Lawinen kommen runter. Und die ganzen Shy Guys werden dadurch zerstört. Oder gut, zerstört klingt wieder zerstörerisch, aber gut, würde Tod töten besser klingen? Nee, oder? Och nö, Affen. Was für ein Affentheater hier. So, wie geht's nach oben jetzt? Weiß ich nicht. Wow. Gut, in die Röhre geht's hin. Nein, da haben wir einen Schneemann. Und wir wurden getroffen. Selbstverständlich. Na jetzt. Ach, ein Wollerturm haben wir. Haben wir hier gefunden. Ein Secret. Und dieses Secret ist, wie gesagt, nicht einfach zu finden immer. So, wie geht's nach oben jetzt? Ah, okay, man kann die Lawinen auslösen, indem man da Wollknäuel dagegen wirft. So, rennen müssen wir hier auch. Und futtern dürfen wir. Scheiße. Jetzt müssen wir aufpassen. Herzen, Gott sei Dank Herzen. Aber wie soll man nach oben? So vielleicht? So. Sehr gut. So, wo haben wir? Ah, einen Safe Point haben wir. Einen Safe Point. Ich freue mich. Und ein Eierspender. Die werden hier wichtig sein. Endlich mal wieder. Wow, und da habe ich jetzt. Boah, da habe ich jetzt. Nein, scheiße. Jetzt habe ich das Teil übersehen. Den Schneekugel-Idioten. Mist.
Egal, wir wurden nicht weit zurückgeschmissen, aber es ist trotzdem ärgerlich. Das heißt, wir haben nur noch einen Teil der Energie übrig. So. Idiot. So, Beeilung, 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 Beeilung. Wow, wow. Und hier haben wir ein Geschenk. Ein drittes Wollaturm. Wir haben schon wieder eins übersehen. Ich kann sie total einfach übersehen. Ich übersehe die eigentlich nur. So. Savepoint Nummer 2. So, nach unten ist es jetzt schlau, sich so tief fallen zu lassen. Nee. Man muss immer wissen, wann hier Feierabend ist mit dem Fallen lassen. Okay. Uah! Und fast wieder in den Abgrund hineingefallen. Das wäre jetzt sehr ungut gewesen. Oh. Was haben wir denn da Schönes? Da hatten wir ganz viele Rubine in Schneemannmuster. Da kommt jetzt hier schon ein bisschen Weihnachtsstimmung auf jeden Fall. Obwohl wir Hochsommer haben. Ah, egal. Ziel erreicht. Welt 5-5. Erfolgreich abgeschlossen. Aber wie gesagt, nur 2 Vollatome. Alle zu finden ist aber auch sicherlich ziemlich tricky. Und da muss man sich schon so genau umgucken, dass man echt, dass man Aggression bekommen könnte. Vor allen Dingen bin ich nicht der Typ dafür, jedes Level dann so genau zu erkunden. Wie gesagt, Jump'n'Run halt, ne? Bin ich halt nicht so der Pro. So, alle Trickanstecker sind umsonst, aber nur für eine begrenzte Zeit. Mal wieder. Sehr gut. So, Welt 5, 6, irgend so ein Schneeeimer oder sowas. Was auch immer das darstellen soll. Was es darstellt, das werden wir sehen. Aber eben erst beim nächsten Mal. Bevor wir uns hier erkälten, geht's mal wieder zurück zum Woll-Atoll. Und beim nächsten Mal geht's dann also weiter. Bei Yoshi's Woolly World. Bis dahin, macht's gut.